Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du so eine Grapefruit eigentlich selber richtig schneiden und vor allem auch schälen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige dir jetzt einmal drei verschiedene Methoden, wie du deine Grapefruit hier eigentlich richtig schneiden kannst. Entweder mit Schale, ohne Schale oder auch das Ganze nur zum Auslöffeln. Zuerst brauchen wir jedoch einmal ein Schneidebrett, unsere Grapefruit hier und vor allem auch ein scharfes Küchenmesser, denn mit einem stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Bei Methode Nummer 1 bleibt unsere Schale mit dran. Zuerst müssen wir mal hier oben bei unserer Grapefruit etwas abschneiden und dasselbe Spiel machen wir hier unten auch. Und anschließend können wir zwischen diesen abgeschnittenen Teilen unsere Grapefruit einfach mal noch in der Mitte schön halbieren. Nun entfernen wir diese weiße Membran im Inneren unserer Grapefruit mit einem V-Schnitt hier, da diese einfach sehr sauer schmeckt. Sie macht also diesen sauren Geschmack der Grapefruit aus und den möchten wir natürlich nicht haben. Anschließend können wir schon solche kleinen Stücke hier von unserer Grapefruit rausschneiden und diese dann auch zum Essen servieren. Diese kann man entweder ganz normal wie eine Melone zum Beispiel essen oder auch einfach aussaugen, was noch einmal etwas besser schmeckt. Bei Methode Nummer 2 bleibt jetzt nur das Fruchtfleisch hier übrig, ohne der Schale. Hierfür wieder hier oben bei unserer Grapefruit dieses Mal etwas großzügiger abschneiden, dass wir hier das Fruchtfleisch auch wirklich schön sehen können. Und dasselbe Spiel natürlich hier unten auch nochmal, dass wir das Fruchtfleisch einfach wieder sehen können, so wie es hier der Fall ist. Anschließend müssen wir hier außen einmal mit unserem Messer so leicht die Wölbung von der Grapefruit nachgehen. Kann sein, dass man am Anfang etwas viel Fruchtfleisch mit erwischt, doch danach sieht man einfach diese Wölbung der Schale hier viel besser. Und das machen wir jetzt einfach mal komplett herum. Um jetzt noch die einzelnen Filets hier innen drin, ohne diese weiße Nähte, welche wieder unsere Grapefruit so sauer machen, zu erhalten, müssen wir einfach mal leicht neben dieser weißen Naht bzw. Membran am besten mit einem kleineren Messer einmal bis zur Mitte hin einschneiden. Und wenn wir in der Mitte sind, können wir nämlich unser Filet hier so richtig leicht raushebeln. Der Vorteil hierbei ist einfach, dass wir wirklich relativ viel von diesem Fruchtfleisch erhalten, ohne hier etwas drinnen zu lassen. Das Ganze mache ich jetzt noch einmal komplett um meine Grapefruit rum, jeweils wieder dieses Filet hier heraushebeln und dann haben wir wirklich schönes, leckeres Fruchtfleisch, was wir sofort servieren können. Auch wenn das jetzt die aufwendigste Methode war, das hinterlässt bei deinen Gästen auf jeden Fall einen hervorragenden Eindruck. Methode Nummer 3 ist das Auslöffeln, was zu Hause für das Frühstück perfekt geeignet ist. Hierfür einmal zwischen Strunk und Strunk, dieses Mal nicht quer schneiden, sondern wir halbieren unsere Grapefruit jetzt einfach mal in dieser Richtung hier. Und danach können wir nämlich auch schon sehen, dass wir hier unsere Grapefruit, unsere einzelnen Filetstücke perfekt mit den Nähten hier sehen können. Nun am besten noch einen speziellen Grapefruit-Löffel zur Hand nehmen, der hat hier vorne solche kleinen Zacken, ist also ähnlich wie ein Messer. Und dann können wir nämlich zwischen den Häuten, zwischen diesen weißen Nähten einfach mal hier etwas reinschneiden. Von der anderen Seite natürlich genauso, das braucht jetzt einfach etwas Übung. Und anschließend können wir nämlich dieses kleine Filetstück auch schon rausnehmen und natürlich essen. Und somit haben wir auch schon drei Methoden jetzt gesehen, wie wir unsere Grapefruit richtig schneiden, schälen und vor allem auch essen können. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein hochwertiges Küchenmesser, Grapefruit-Löffel, solche Kochhandschuhe hier oder auch ein Profi-Schneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.